Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening hier auf diesem Kanal. Heute öffnen wir eine 2000 Euro teure und 20.000 Karten umfassende Sammlung. Natürlich werde ich nicht komplett alles zeigen, das würde wohl den Rahmen sprengen. Aber was sich in dieser Sammlung befindet, an Highlights, was ich euch daraus gefiltert habe und ob sich das Ganze gelohnt hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, 20.000 Karten, 2.000 Euro wert, über 300 Ultimate Rares. Das ist mal eine Ansage, würde ich sagen. Ich will dieses Vorwort auch nur recht kurz halten, da wir so schon lange genug für das Video brauchen werden. Wir werden an zwei Locations arbeiten. Die erste habt ihr jetzt schon gesehen. Das ist die drüben, wo wir uns gleich die Ordner anschauen werden, die ihr eingangs gesehen habt. Und dann hier noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das hier. Das sind jetzt Cummins, aber es sind halt nicht irgendwelche Cummins, sondern das sind besondere Cummins. Kundige Leute unter euch werden auch schon sehen, warum. Und natürlich auch ein paar Holos. Die Cummins werden wir uns natürlich nicht allzu genau angucken. Da werden wir halt drüber fliegen. Auch nur kurz beispielhaft, damit ihr seht, dass das auch dabei war. Da will ich mich nicht allzu lange mit aufhalten. Ich würde sagen, wir legen auch ohne weitere Umschweife los. So, da wären wir nun. Wir haben hier vier Ordner aus einer etwas flacheren Perspektive. Ich denke aber, man wird alles gut sehen können. Vier Ordner, randgefüllt mit wunderschönen Karten. Es werden wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Leute, die auf Oldschool-Zeug stehen, Leute, die auf moderneres Zeug stehen, Leute, die Dual-Terminals mögen und so weiter und so fort. Ich möchte das Ganze aber auch gar nicht allzu sehr in die Länge ziehen, denn das Video wird, wie bereits gesagt, eine ganze Weile dauern. Und wir fangen an mit diesem Ordner hier. Da ist der Eyecatcher-Teil drin, also ziemlich wertvoller Stuff und sehr, sehr viele Ultimate Rares. Und ich glaube, ich lasse die Ordner hier liegen, denn das kann man hier so wunderschön aufklappen. Und ich verfrachte das Ganze mal so ein bisschen rüber. Oder nee, wir lassen es einfach mal so, man kann es ja trotzdem sehen. So, wir haben oben erstmal das, wo ich immer Würgereiz bekomme. Und zwar, die oberen Sachen hole ich ab und zu mal raus, weil man sie doch ein bisschen schlechter sieht. Und zwar haben wir hier Rush-Duel-Karten. Ihr wisst ja, was ich von Rush-Duel halte. Ich mag es überhaupt nicht. Ich finde das ganze Design einfach ultra scheiße, um ehrlich zu sein. Dieses komplette Kartenlayout hier, rote ATK, blaue Dev, das ist viel zu funky. Auch das hier mit diesem etwas überzogenen Levelstern so. Ich finde es einfach nicht schön. Klar, es gibt Menschen, denen das gefällt. Tatsächlich wächst auch so ein bisschen die Fanbase von diesem Spiel. Und das hier ist jetzt somit einer der wertvollsten oder wertvolleren Karten aus dem Spiel. Da gibt es, glaube ich, noch den Blue Eyes, der ist auch verdammt wertvoll. Wir haben auch hier oben noch zwei Red Eyes in dieser Rarität. Die Red Eyes konnte man, glaube ich, extra bestellen. Die hier kommt aus einem Booster Set. Das war sozusagen die Ghost Rare in Anführungszeichen aus dem Set. Da gab es wohl nur eine pro Case oder so. Und ja, das ist so eine eigenartige Hybrid-Rarität. Deswegen hole ich das mal raus. Also es ist so Shatterfoil drüber, definitiv, so wie wir es halt auch kennen. Der Teil hier ist irgendwie ein bisschen rau, so ein bisschen wie eine Ultimate Rare geprintet und nochmal überzogen mit so einer glossy Folie. Alles in allem wirkt der Print aber ziemlich billig, muss ich sagen. Wobei der jetzt im Verhältnis zu anderen Karten der Rush-Duel-Reihe eigentlich noch geht. Wir haben später noch mehr Rush-Duel-Karten, die wir da zu sehen bekommen. Und da werde ich dann auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Jedenfalls haben wir hier jetzt zum Beispiel den Dark Magician als Rush-Duel-Karte. Hier oben ganz groß Legend. Ja, und dann eben noch hier den Red Eyes, den haben wir sogar zweimal dabei. Das sind auch so Karten, die so 70, 80 Euro gehen. Holen wir den auch nochmal raus, damit ihr den auch mal gesehen haben könnt. Die Artworks sind übrigens von Konami überarbeitet worden. Die sind so ein bisschen modernisiert worden. Also die Artworks sind zwar im Prinzip die gleichen, aber sie sind so ein bisschen, ja, im Allgemeinen einfach so ein bisschen, wie sagt man, verbessert worden, geschärft worden, wie auch immer. Es sieht so ein bisschen anders aus vom Finish und vom Look her. Das waren jetzt aber fürs erste Mal die ersten drei Rush-Duel-Karten, die haben hier oben rein, weil es die wertvollsten sind. Ja, dann haben wir hier zweimal den finsteren Rebellions-Xyz-Drachen im alternativen Artwork als Promo in, ich glaube, Extra Secret. Oder nee, nicht Extra Secret, das ist irgendeine so eine Hybrid-Rarität. Und hier, ziemlich wertvoll, eine 20th Anniversary Secret Rare Lightning Storm. Bei uns ist das ja eine Starlight Rare geworden. Natürlich ist die Starlight bei uns wesentlich teurer als die 20th Anniversary Secret. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Sammlung gekauft habe, ging die hier in etwa 70 Euro. Die ist mittlerweile auch über 100, soweit ich weiß. Und naja, zeichnet sich halt eben durch dieses markige Wasserzeichen im Effektkasten aus und durch die rote Schrift. Ansonsten ähnelt es halt sehr einer Starlight Rare. Sie ist halt noch ein bisschen heller vom Finish her. Auf jeden Fall sehr cool. Das ist auch eine recht teure Karte. Dann haben wir hier unten
auch mittlerweile so im 50 bis 70 Euro Bereich, auch wenn es eine Common ist. Die Duelist Name Card, die sind recht selten in einem guten Zustand zu finden, vor allem unbeschriftet, denn der Sinn dieser Karte war ja auf einem Turnier hier seinen Namen eben reinzuschreiben oder seine Spieler-ID oder was auch immer, damit man sich quasi über diese Karte, so wie eine Visitenkarte, identifizieren konnte. Finde ich cool, dass es einige gab, die leer gelassen haben, denn mittlerweile sind die Dinger recht selten. Es gibt noch eine Vanilla-Version der Karte, die ist noch ein bisschen wertvoller, die habe ich auch, aber auch die ist schon tatsächlich selten genug. Hier unten haben wir als Set-ID bloß das Jahr 2004, also wirklich ganz, ganz alt. Dann haben wir hier in Prismatic Extra Secret Schlag mich tot irgendwas Rare Super Poly. Und zwar kommt die aus der Rarity Collection 3. Jetzt werdet ihr euch denken, hä, du hast doch eine Rarity Collection 3 aufgemacht. Warum hast du sowas nicht gezogen? Ganz einfach, das ist die koreanische Variante. Also das, was bei den Japanern, ich glaube, die Gold Rare war, war hier eben diese extra parallel Prismatic Schlag mich durch Secret. So, die ist es aber nicht besonders viel wert. Schauen wir mal auf die zweite Seite. Da finden wir auch noch ein paar coole Sachen, auf die es sich vielleicht einzugehen lohnt. Wir haben da oben hier einen Rangsteigerungszauber in diesem Premium Gold Rare. Ist mittlerweile nichts Besonderes mehr, weil wir es ja jetzt selber haben. Was vielleicht noch ganz cool ist, so zum Zeigen, ist das hier. Das ist nämlich tatsächlich nicht in einem Prismatic Secret, sondern einfach in einem ganz normalen Secret. Ja, das kommt auch sehr stark an diese Extra Secret Rare ran. Also in Korea scheint es wohl so zu sein, dass diese Rarität nicht nur den Preiskarten vorbehalten ist oder den Preiskarten-Replikas, sondern auch anderen Karten. Aber in Japan müsste es eigentlich so sein, dass diese Karten oder diese Rarität ausschließlich für die ersten Preiskarten-Replika-Reprints vorbehalten ist. In Korea scheint das, wie bereits gesagt, nicht der Fall zu sein. Sehe ich gerade. Hatte ich vorher natürlich nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das Ganze schon vor Monaten vorsortiert. Ich habe das halt natürlich jetzt, wie sagt man, ich habe das halt noch nicht aufgenommen gehabt, weil ich unglaublich viel zu sortieren hatte. Ich habe jetzt immer noch, ich glaube, eine riesen Box mit Commons zu sortieren. Und ich hatte natürlich gehofft, dass ich zwischendrin vielleicht noch Holos finde. Und ich habe auch zwischendrin noch eine Collector's Rare gefunden. Deswegen ist es ganz gut gewesen, dass ich mir das noch durchgesehen habe, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Hier oben vielleicht noch, ein bisschen beeindruckend, weil spielbar und so ein Käse, haben wir jetzt hier in diesem Extra Secret Rare unendliche Unbeständigkeit. Na, fehlt bei uns natürlich auch noch in der Rarität. Das andere ist jetzt vielleicht eher weniger zu erwähnen. Die ist jetzt auch nicht parallel. Die ist tatsächlich auch in normalem Extra Secret Rare. Mein Gott, jetzt ist das da oben wieder verrutscht. So, dann geht es hier unten los mit den Ultimate Rares. Es ist so, dass ich jetzt natürlich nicht überall die Namen zukenne, weil es halt doch recht moderne Karten sind. Das ist auf jeden Fall ein Gladiator-Ungeheuer. So, also ihr seht, recht moderne, aus Chaos Impact. Da war es noch das Ultimate Rare, das wir so kannten. Und es sah natürlich auch wunderschön aus. Also das ist sowieso eine ziemlich coole Karte, ein schönes Gladiator Beast. Man erkennt es auch sofort als eins. Also es ist ziemlich markig. Hier der Startschuss zu den Ultimate Rares. Und damit geht es aber jetzt los, denn es sind wirklich, ich glaube, 300 Altis oder so gewesen. Hier oben haben wir nochmal zwei Playsets von den Gladiator-Ungeheuern. Hier haben wir dann, glaube ich, den buntäugigen oder den runenäugigen Pendeldrachen, irgendwie so. Hier ist sehr cool aus Shining Victories. Bei uns eine Super Rare gewesen. Ich glaube, das war die Lunarlicht-Löwentänzerin. Die Panther-Tänzerin war, glaube ich, eine andere. Das muss die Löwentänzerin gewesen sein. Sehr schöne Ultimate Rare. Da hatte ich davor bloß 3 oder 4 Stück, die ich mir mal einzeln dran gekauft habe, für einen 5er oder so. Das sind jetzt zum Beispiel Karten, die momentan halt unterschiedlich gehen, je nachdem, so zwischen 2 und 10 Euro liegen die Karten. Kommt halt immer drauf an, was es in etwa ist. Zum Beispiel Suha finde ich sehr cool, die kennen wir ja in Ultra Rare. Die ist jetzt hier in Ultimate Rare aus Eternity Code natürlich auch eine absolute Schönheit. Ging anfangs in etwa 8, 9 Euro, mittlerweile ist er runter auf 2,50 bis 3 Euro gegangen. Etwas teurer ist hier zum Beispiel der Titan. Der geht so um die 10 Euro mittlerweile aus Soul Fusion in Ultimate Rare. Gibt natürlich auch den Koloss aus dem Originalset in Ultimate, glaube ich, aber den gibt es ja auch bei uns sozusagen als Ultimate Rare aus dem O-Test Tournament Pack, deswegen wäre der hier nicht so relevant. Da haben wir noch ein bisschen was Älteres, da waren ein paar mehr dabei von dem, das war, glaube ich, ein Playset, aber da waren 2 Stück leider beschädigt. Auch eine coole Sache, den Namen der Karte weiß ich jetzt bedauerlicherweise nicht, war, glaube ich, im Originalen bei uns eine Super Rare oder so. Sehr cool. Bei uns gab es ja hier dann keine Altis mehr. Ne, Breakers of Shadow, das war das erste Set, in dem die Holos garantiert waren.
und in dem halt Ghost und Ultimate Rare abgeschafft wurde. Dann haben wir hier den wie hieß er, Glockendrachen oder Taktdrache oder irgendwie so hieß der. Auch eine sehr coole Karte, war bei uns eine Ultra gewesen. So, hier oben geht es jetzt ein bisschen teurer weiter tatsächlich. So, diese Gizmec-Karten aus Rising Rampage, die hier, das sind auch so 10-Euro-Karten in etwa. Also da kann man schon ein bisschen mehr in die Tasche langen, wobei das ja immer noch kein Vergleich ist. So, wenn das jetzt bei uns quasi, ja, Hagel, bleibst du jetzt da hinten. Wenn das jetzt bei uns zum Beispiel Altis geworden wären, dann wären das ja gleich so 20, 30 Euro Karten gewesen in Japan. Wird das Ganze natürlich etwas anders gewertet. Bei uns spielt, obwohl die Spielbarkeit bei modernen Karten eine große Rolle, spielt auch so Sachen eine Rolle wie zum Beispiel, die Seltenheit etc. Bei uns wäre das zum Beispiel eine Karte gewesen, die man jetzt nicht so oft zieht. Sie wäre recht selten. Das ist sie in Japan auch. Die ist jetzt nicht häufiger zu ziehen. Die wäre genauso selten, wie wenn wir sie bei uns hätten. Nur die Japaner bewerten das halt anders. Die bewerten moderne Karten grundsätzlich ausschließlich nach ihrer Spielbarkeit und nie nach der Seltenheit. Das bedeutet zum Beispiel so Ghosts oder so, obwohl du die nur einmal pro Case oder so einen Käse hast, kriegst du für 10, 15 Euro, wenn sie modern sind. Ja, was ich sehr cool finde, ist tatsächlich das hier. Das ist Gizmec Schlag mich tot. Den Namen habe ich auch vergessen. Das war auf jeden Fall eine Super Rare bei uns. Und die sieht halt in Ultimate Rare richtig, richtig Banane aus. Also unglaublich cool. Wir haben hier 3 Playsets. Insgesamt waren es aber, glaube ich, 4 Playsets. Es waren nochmal 3 dabei, aber die waren halt auch leider angeditscht. Die musste ich weiterverkaufen. Aber sehr cool aus Chaos Impact. Wunderschöne Karte in Ultimate Rare. Wird aber noch übertroffen von dieser hier, von einem metaphysischen Zerstörer oder wie der heißt. Ich glaube, metaphysischer Zerstörer. Und was mir an diesem Ultimate Rare so gefällt, ist dieses detailreiche. Seht ihr das? Diese ganzen kleinen Ästchen und Wurzeln hier unten. Das ist mit diesem Ultimate, bei uns wäre das natürlich eine Super Rare. Aber mit diesem Ultimate Rare Effekt sieht das so Bombe aus. Und die geht halt wirklich gar nichts. Das ist eine 1-2 Euro Karte, die kriegst du für 1,50 hinterhergeschmissen. Also in Japan, hier kostet sie dann irgendwo 3 oder 4 oder so. Man muss natürlich immer darauf achten oder berücksichtigen, dass die Karten halt hier teurer gehandelt werden, als sie eigentlich in Japan wert sind. Ne? Weil da kommt natürlich noch der Händleraufschlag dazu und die Zollkosten, die dann auf die ganzen einzelnen Karten umgerechnet werden und so weiter und so fort. Unten haben wir wieder einen Gizmec, allerdings in dem neuen Ultimate Rare. Das sind aber auch die einzigen Karten in dem neuen Ultimate Rare. Die ist jetzt aus Rise of the Duelist, da haben wir ja damals den Gaia gezogen als Ultimate Rare. Ja, so sieht das neue Alt hier aus. Ist auch nicht schlecht, hier ist alles irgendwie aufgeraut. Der Alti-Effekt hier im Bild ist auch noch vorhanden, aber das Monster selber ist noch unter so einer komischen Klarsichtfolie irgendwie. Also das schimmert fast wie bei einer Hobby-League-Karte. Aber nur das Monster, der Rest ist ganz normal Ultimate Rare gedruckt. Und die Karte im Allgemeinen schillert halt wirklich in allen Regenbogenfarben, wenn man das entsprechende Licht drauf hält, das wir hier jetzt nicht haben. Da wir hier halt nur über Softboxen-Licht verfügen, was aber für Aufnahmen optimal ist. So, dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Was haben wir hier? Werttechnisch ist nichts Großartiges. Wir haben halt hier so ein paar antike Krieger. Die finde ich zum Beispiel cool. Ich glaube, den hatte ich 20 Mal dabei oder so. Manche sind halt richtig häufig dabei gewesen. Ich finde ja die antiken Krieger mega cool und speziell in Ultimate Rare sehen die halt unglaublich nice aus. Ja. Also finde ich auch cool, dass da so viele Exemplare dabei waren, weil das mein Bedarf halt instant gedeckt von dem Zeug. Von den antiken Kriegern hatte ich zum Beispiel noch gar keinen in Alti und jetzt habe ich hier meine kompletten 9 Exemplare voll, die ich mindestens brauche. Sehr schön. Also ihr seht, hier ist einiges dabei. Die da oben kann man vielleicht nicht so richtig erkennen. Das ist halt die hier. Kennen wir ja auch. Megapack 2019, Flames of Destruction und so weiter und so fort. Mega coole Geschichte. Die hier kam aus der Dark Illusion. Das war auch irgend so ein Dracho-Heini. Dracho-Bezwinger hast du nicht gesehen. Da waren auch recht viele dabei. Da waren aber einige leider Gottes destroyed. Da oben haben wir nochmal 2 Places von dem antiken Krieger. Hier unten Künstlerzauberer oder Künstlerkumpel. Das war bei uns eine Super Rare aus Maximum Crisis und ich muss sagen, also sie sieht schon cool als Alti aus, ein bisschen besser als die Super Rare auf jeden Fall, aber sie ist halt einfach so heftig overdesigned. Das ist halt wieder ein bisschen zu viel des Guten gewesen, auch wenn das Design jetzt nicht schlecht ist, so muss ich sagen, ist es doch, vielleicht ein Ticken zu viel. Also wenn man das vielleicht ein bisschen minimalistischer designt hätte, würde das vielleicht ein bisschen mehr im Kopf bleiben. Ja, der Kollege hier kam aus Maximum Crisis und war bei uns eine Rare, also nicht mal eine Holo. Hier haben wir so das Ultimate Rare. Macht auch ganz schön was her, muss ich sagen. Ist auch einer der Künstlerkumpelkarten, die mir mit am besten gefallen tatsächlich. Ich
finde, der sieht nämlich gar nicht so witzig aus. Der sieht schon ein bisschen evil aus, so, ne? Also kann man sich nicht beschweren. So ein paar Künstlerkumpelkarten gibt es halt einfach, die was hermachen. Das muss man so sagen. So, selbst von diesen etwas ulkigeren Karten gibt es einige, die mir sehr gut gefallen. Affeboard zum Beispiel. So, was haben wir hier? Ja, genau. Den Gizmek kennen wir ja zu Genüge. Ihr seht auch, den haben wir massenweise da. Da habe ich auch ein paar aussortieren müssen, weil da ein paar halt nicht mehr so gut vom Zustand her waren. Aber ihr seht, fast die komplette Seite besteht nur aus diesen Gizmeks hier. Waren, glaube ich, bei uns in Eternity Code Secret Rares, wenn mich nicht alles täuscht. Oben haben wir nochmal zwei dieser Künstlerkumpel-Dinger. Hier haben wir eben, oh Gott, diesen Element Saber-Kram. War bei uns, glaube ich, eine Super Rare. Als Super Rare nicht wirklich schick. Als Ultimate Rare macht sie doch ein bisschen mehr her. Sieht auf jeden Fall besser aus. Super Rare ist auf jeden Fall keine schöne Rarität für die Karte gewesen. Da hätte sie mir als Rare oder so einfach besser gefallen. Genau, die hatten wir jetzt einmal, glaube ich, dabei. Da habe ich leider den Namen vergessen, aus Cybernetic Horizon. Das war nicht dieser Triangle Dragon, das war, der hat irgendeinen so komischen Namen hat die gehabt. Aber den weiß ich jetzt leider auch nicht. Das war, glaube ich, im Megapack eine Prismatic Secret und im Originalset war es eine Super Rare oder so. Finde ich auf jeden Fall cool, dass sie dann im Megapack ein Upgrade über zwei Stufen direkt bekommen hat. So, da haben wir nochmal 5 Gizmeks. Also ihr seht, es ist schon eine ganze Menge, was hier jeweils drin ist. Dann finde ich das hier hinten cool. Hier haben wir jetzt einen Sarg aus Maximum Crisis. Sehr cool. Bei uns eine Secret Rare gewesen. Hier eben tatsächlich eine Ultimate Rare. Und was für eine schöne. War leider nur einer dabei. Hätte ich gerne mehr gesehen. Aber trotzdem eine unglaublich schöne Karte. Ich finde es ja schon in Secret schön. Aber auch in Ultimate Rare macht die einfach eine Menge her, die Karte. Dann haben wir hier so ein paar Simok-Karten aus Rising Rampage. Hier die Megalithen. Ich finde ja die Megalith-Karten mega cool. Deswegen auch Megalith. Ja, ich weiß, schlechter Witz. Jedenfalls aus Ignition Assault und hier in Ultimate Rare. Leider Gottes, mein Liebling ist halt auch im OCG keine Holo geworden, leider. Ich glaube, Ohm war der Name, Megalith Ohm oder so. Diese zwei, diese weiße Figur und diese schwarze, die haben mir so gut gefallen und sind leider keine Altis oder so geworden. Aber wenigstens ist das eine Alti geworden, sehr cool. Ist, glaube ich, alternativ auch eine Ultra Rare gewesen in dem Set. War hier auch dabei in der Sammlung, zeige ich euch jetzt aber nicht. Also es sind wirklich auch tausende Holos hier dabei, die ich heute nicht zeige, weil es ist so schon mehr als genug. Sehr cool auf jeden Fall. Haben wir auch einiges wieder mit am Schlüssel von denen. Und trotzdem ich auch hier ein paar aussortieren musste, haben wir doch mehr als genug davon. Also ihr seht, da oben haben wir halt nochmal welche. Ja gut, dann haben wir hier nochmal einen Titan. Der hätte eigentlich auf die Seite vorher gehört, aber da habe ich wohl irgendwas beim Sortieren verkackt. Genau. Ach Gott, was waren das nochmal für eine? Die da hier oben. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ach, wie hieß denn die nochmal? Ach, dieser komische Magician. Ich habe die Karte so gefeiert. Ich glaube, die war sogar auf dem Cover drauf, oder? Kann das sein bei Cybernetic Horizon? Ich feiere die Karte auf jeden Fall. Bei uns war das, glaube ich, eine Ultra Rare. Hier ist das auch eine Ultimate Rare. Und ich finde die einfach so schön, die Karte. Das ist halt wirklich unglaublich. Ja, dann haben wir das Breakers of Shadows, den Bunter gegen Schwerkraftdrachen. War bei uns eine Ultra Rare. Hier eine Ultimate Rare. Steht der Karte auch besonders gut. Ist mit einer meiner Lieblings-Bunter gegen Karten. Schon allein halt, weil es eine Ritual-Monster-Karte ist. Dann haben wir hier einen von diesen Amorphage-Karten. So ein bisschen das Boss-Monster, würde ich mal behaupten, mit fast 3000 ATK. 2950 ist auch so ein Wert, den man heute selten sieht. Ne? Meistens haben sie ja jetzt glatte Werte, sage ich mal. Nicht so irgendwas mit 50 zwischendrin oder so. Sieht aber auch wahnsinnig cool aus und erinnert halt auch so vom ganzen Design-Stil her so ein bisschen an die alte Zeit, so an Duel Monsters. Das ist auch eine Karte, die hätte so in, keine Ahnung, Magician Force oder so drin sein können. Sehr cool auf jeden Fall. Shining Victory ist eine coole Karte. Bei uns eine Super Rare gewesen. Klar, eine Spam-Super, aber eine schöne Super. Das ist wieder so ein bisschen moderneres Gekröse aus Chaos Impact und hier sieht man natürlich auch aus Breakers of Shadows wieder ein bisschen was. Hier Raging Tempest. Gehen wir mal weiter auf die nächste Seite. So, da haben wir wieder einiges aus Ignition Assault. Den hier in Hülle und Fülle. Da haben wir 11 Stück, glaube ich. Ja, doch, 11 Stück. Ich weiß bloß gerade leider seinen Namen nicht. Der ist auch ein bisschen overdesigned, aber er ist noch nicht so overdesigned, dass man nichts mehr erkennen würde. Ich finde aber das Gesicht von dem irgendwie total cool. Keine Ahnung, mega schön die Karte halt. Also ihr seht, das ist halt wirklich der Ultimate-Himmel.
Das ist eine Sammlung, die hat er sich wohl über einen etwas längeren Zeitraum zusammengesammelt, der liebe Kevin. Das hier ist mal wieder ein bisschen was Älteres. Ich glaube auch einer der ältesten Altis, die hier drinnen sind. Ach, das ist dieser Schädel... Erzunterwäldler. Boah, keine Ahnung, wie der heißt. Der Blitz ist es nicht, der kommt, glaube ich, aus Dark Crisis. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Hier aus Ancient Prophecy. Ultimate Rare war bei uns, glaube ich, keine Ultimate Rare. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, eine Alti war es nicht. Haben wir jetzt zweimal in Niemand. Sehr cool. Und natürlich aus Cybernetic Horizon. Dracheneinheit. Das ist mein absoluter Lieblingsdrachen, einer Dritter. Weil ich einfach zum einen den Drachen in diesem Gold und das dann kombiniert mit diesem Farbspiel. Ich hole die mal hier so ein bisschen raus, wenn man das besser sieht. Und das halt kombiniert mit diesem Farbspiel, mit diesem Violett-Orange-Rot da hinten. Das sieht einfach so Bombe aus. Der hat mir schon als Ultra-Rare gut gefallen bei uns. Aber als Ultimate-Rare macht sie halt nochmal ein Stück mehr her. Und das ist so wunderschön. Das ist einfach wunderschön, diese Karte. Ich weiß gar nicht mehr, ob da noch mehr dabei waren. Ja, da war noch mehr dabei. Genau, da war noch mehr dabei. Da oben noch ein paar. Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen was Älteres. Die hier finde ich zum Beispiel auch ganz cool aus Galactic Overlord. Das ist, glaube ich, auch ein priesterlicher Drache gewesen. Die genaue Kennung, also den genauen Namen der Karte, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Genau, hier nochmal aus Core und aus Abyss Rising. Das ist, glaube ich, so eine Nummer 9 Himmelssphäre, Schlag mich tot. Genau, war, glaube ich, auch im Sechsel-Anime zu sehen. Auf jeden Fall eine Menge schöne Sachen am Stüssel. Das war aber noch lange nicht alles, was die Altis angeht. Da haben wir noch mehr Ordner. Wie zum Beispiel diesen hier. Da haben wir hier nochmal was etwas Älteres, sage ich mal, aus Return of the Duelist. Auch eine schöne Karte. Ich habe leider auch den Namen nicht mehr im Kopf von dem Ding. Aber war ja auf jeden Fall das Playset drin in einem recht guten Zustand. Und das hier gefällt mir auch extrem gut. Aus Stark Neostorm. Das ist, oh Gott, wie hieß er nochmal? Irgendwas mit Exceed, ne? Ein bisschen anders geschrieben. Firewall Exceed Drache oder irgendwie so. Der gehört auf jeden Fall zu diesem Firewall-Thema, das sieht man ihm aber auch an. War die Coverkarte aus Dark Neostorm und ist halt auch eine wunderschöne Ultimate Rare. Sehr kostengünstig. Mal schauen, wie es in 20 Jahren aussieht. Also macht euch keine Illusionen, diese Altis sind momentan kein Investment, diese modernen. Die sind was fürs Auge, um die Sammlung ein bisschen schöner zu machen, aber sie werden auf jeden Fall eine sehr lange Zeit nichts wert sein. Also die Karten, die heute aus dem OCG viel wert sind, das sind so klassische Altis wie BLS und so weiter. Und ihr wisst ja, wie alt die sind, ne? In Japan wurde schon das 20-jährige Jubiläum gefeiert, also da wisst ihr, woher der Wind weht. Und auch wenn in Japan natürlich Yu-Gi-Oh! Nach wie vor boomt, ist es schwierig einzuschätzen, inwiefern diese Karten hier Kultstatus in Japan erlangen. Natürlich werden die Karten auch vielleicht irgendwann mal 15 Euro wert sein, vielleicht 20 oder so, aber da werden halt wirklich einige Jahre ins Land ziehen, denke ich mal. Es sei denn, irgendeiner von denen wird in Japan oder im OCG halt extrem spielstark werden. Hier ist Rising Rampage. Ich finde übrigens, die beiden passen super optisch zusammen in einem Ordner oder so. Mega cool. Machen wir mal weiter. Ja, das ist jetzt so ein bisschen random Gekröse, sage ich mal. Das kennen wir ja alles. Hier die Coverkarte aus Ignition Assault. Hier vielleicht noch ganz cool und die geht auch tatsächlich ein paar Euro, 5, 6 Euro geht die. Das ist halt einer von diesen Albtraumrittern. Ich glaube, Albtraumritter Greif heißt die Karte. Die haben wir hier auch zweimal am Start. Auch wunderschön in Ultimate Rare. Bei uns war es ja eine Secret Rare und tatsächlich auch ein bisschen teurer. In Japan ist jetzt verhältnismäßig natürlich günstig. Aber es sieht halt in Ultimate Rare einfach total edel aus. Also das ist einfach eine Sammlung, da geht einem das Sammlerherz auf. So, also Leute, die jetzt nur sammeln wegen Geld, 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 ja, die werden sich wahrscheinlich jetzt denken, hä, ja, was soll der Scheiß so. Aber so für alle Sammler, die wirklich mit Herz dabei sind und für die das nicht nur irgendwie ein scheiß Investment ist oder so, sondern die halt auch was fürs Auge haben wollen, da ist sowas wirklich ein absoluter Traum. Und die Sammlung habe ich mitgenommen und mit 2K, mit dem, was ihr noch alles sehen werdet, was ihr nicht gesehen habt und was ihr schon gesehen habt, da sind wir, glaube ich, gut mit bei. Dann haben wir noch ein paar Sachen, also zunächst mal so hier unten kennen wir ja Donner-Oger und andere Oger und so weiter und so fort. Oben haben wir jetzt noch ein paar einzelne Sachen, die ich euch zeigen möchte. Da gehe ich jetzt mal kurz durch. Dann haben wir hier einmal den Firewall Liquid Drachen, Dark Liquid oder wie der heißt bei uns. Eine Secret Rare gewesen aus Chaos Impact. Auch sehr schön, aber natürlich auch nichts wert. Dann haben wir da oben noch diesen Photonen-Sondereruptionsdrache oder wie er heißt. Dann haben wir hier aus Extreme Force noch eine von den Rockets. Auch sehr cool.
Da waren halt immer nur einzelne dabei, deswegen zeige ich die, weil man die halt jetzt hier so in der Breite nicht sieht. Entfesselt, genau. Auch ein sehr cooles Thema, bei uns eine Ultra Rare gewesen, beziehungsweise dann eine Prismatic Secret Rare. Und hier ein Ultimate Rare mit diesem violett-weißen und schwarzen Farbspiel, sieht das einfach wunderschön aus. Also ich muss sagen, das ist mit eine der schönsten losgeketteten überhaupt. Ich finde die Karten generell mega cool. Auch diese ganzen Main-Monster-Karten wie Aruha oder so. Sehr schöne Designs auf jeden Fall. Ach, geh doch rein. So. Dann war der Kollege noch einmal dabei. Das war das ein Fellsöldner? Ich glaube schon, das war bei uns ein Super Rare aus Soul Fusion. Den habe ich aber auch, glaube ich, schon 12 oder 13 Mal als Ultimate Rare aus Japan. Der war halt hier auch noch einmal mit dabei. Nimmt man halt mit. Und dann hier oben haben wir, glaube ich, noch... wie hieß denn der Mekrit? Nee, nicht Avram. Oder Avramax, irgendwie so. So, wie war einer von den Mekrit dann gewesen? Bei uns war es eine Ultra oder eine Secret? Das weiß ich gerade nicht. Jedenfalls eine sehr schöne Karte. Ich finde aber tatsächlich, dass sie in Ultimate Rare ein bisschen mehr hermacht als jetzt den Ultra oder ein Secret, da der Hintergrund halt Ultimate Rare gedruckt ist und dadurch ein bisschen dunkler wirkt und das Monster hier mit diesem türkisblauen Umhang halt einfach wesentlich besser zur Geltung kommt. Das sieht wunderschön aus. Also diese Karte ist wirklich wunderschön. Auch ein designtechnisches Meisterwerk. Sehr cool. Auch wenn ich die Klinge von dem Schwert jetzt nicht so prickelnd finde. Aber das nimmt man auch gerne mal mit. Dann machen wir hier drüben weiter mit allerlei unterschiedlichem. Da oben haben wir einen Pyrophönix in Ultimate Rare. Na, war bei uns ja eine Starlight-Secret Rare. Na, mega schön. Sau cool. Das ist, glaube ich, nochmal ein Mekritter gewesen hier oben. Den hatten wir auf der anderen Seite auch noch einmal. Mein Lieblings-Edignister. Bei uns auch eine Super Rare gewesen. Hier schön als Ultimate Rare. Sehr cool. Der sieht halt richtig böse aus. Und vor allen Dingen das mit diesen Regenbogenfarben im Hintergrund gefällt mir halt extrem gut. Ja, das ist halt auch wieder echt eine schöne Karte. Es gibt einige Edignister, die wirklich gut aussehen. So diese komischen Secret Rare Tropfen mit dem Hut auf und so, die haben es nicht so gefallen. Aber so diese ganzen Sachen wie zum Beispiel der Finsternis Templar oder auch der hier gefallen mir einfach unglaublich gut. Ja, die Lady kennen wir ja auch alle aus Flames, nee, nicht aus Flames of Destruction, aus Eternity Code war die. War bei uns eine Random Super, hier ist es eben auch eine Ultimate Rare-Secret-Ultra Rare. Hier haben wir tatsächlich den Finsternis Templar, 10 Mal an der Zahl, genau. Hier noch ein bisschen Shiranui Stuff. Auch sehr schön, bei uns eine Ultra gewesen aus Savage Strike. Und hier oben ist noch was Cooles. Wie hieß denn die nochmal? War das nicht auch so ein... war das nicht so ein Mekritter? Nee, mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall das Cybernetic Horizon war eine Ultra Rare. Und ich glaube auch eine Prismatic Secret in der Megatin am Ende. Die geht tatsächlich verhältnismäßig auch viel. So 4,50 das Stück in etwa. Im Verhältnis, alles andere, was hier liegt, geht so ein Zwickel. Ne, also mehr als doppelt so teuer. Also im Verhältnis zu dem, was hier liegt, eine der teuersten Karten sozusagen. Ja, so kann man sich auch eine schöne Ultimate-Sammlung aufbauen. So, dann haben wir Link Mail Erzunterweltler, der mich jetzt übrigens auch demnächst den 20th Anniversary Secret Rare erreicht. Sehr cool. Es erreichen mich bald wieder drei unterschiedliche 20th Anniversary Secrets, unter anderem diese Link-Monster-Karte, die aussieht wie Ultima Erzeugin, auf die freue ich mich schon ganz besonders, und so ein Elementarheld. Genau, oben haben wir dann noch so ein bisschen Tinwinkel-Stuff, ne, hier. Triangle, Tinwinkel, wie auch immer. Sehr böse vom Designer, gefällt mir auch recht gut. Und hier unten dann noch aus Extreme Force den Exkodiersprecher. Den haben ja alle ultra gehasst. War das Covermonster von Extreme Force, gab es auch eine Matte. Den fanden sie ja alle irgendwie ziemlich hässlich wegen dem kleinen Kopf und so. Ich persönlich muss sagen, finde die Karte sogar cool. Ist einer meiner Lieblings-Dekodiersprechern oder Codiersprechern, wie auch immer. Finde die wirklich cool. Gibt es auch als Ghost Rare. Habe ich auch ein paar, aber ein Ultimate Rare macht die tatsächlich am meisten. Und auch als Ultra Rare aus Extreme Force gefällt sie mir sehr gut. Ich finde einfach dieses Grün in Kontrast zu dem Hintergrund recht cool. Und ich glaube, die Kugel erinnert auch so ein bisschen an das, was dieser... Kaius, dieser Monarch, dazwischen in den Händen hat. Auch cool. So, dann wären wir mit der Seite auch wieder durch.
Dann haben wir oben nochmal so ein paar Exkodiersprecher. Hier ist jetzt gerade nichts Besonderes los. Oben hier noch ein Gookie. Trickster. Das ist jetzt wieder dieser TG. Ach, Dreizack, Schlag mich tot oder wie er heißt. Der war ja schon das Secret Rare, so eine richtige Spam-Ware. Ich sehe, den muss ich austauschen. Der hat da oben leider so einen Knick drin. Oder liegt das an der Hülle? Aber ich glaube nicht. Nee, das liegt an der Karte. Schade, Marmelade. Aber gut, dass ich das gerade noch sehe. Sehr cool auf jeden Fall. Den lege ich mir auch gleich zur Seite, damit ich das nicht vergesse. Und hier haben wir dann nochmal Amblo Whale. Das war bei uns ja eine Rare bzw. Ultra Rare als Sneak Promo. Und hier in Dark Neo Storm natürlich coolerweise nochmal eine Ultimate Rare. Sehr cool. Sieht mega schön aus, das Ding. Gefällt mir auch gut. Schönes Maschinenmonster auf jeden Fall. Ultimate Rare ist sowieso so eine Rarität, das einfach vieles, vieles besser macht. Jetzt kommen wir dann langsam aber sicher ans Ende der Ultimate Rares und wenden uns den Collectors Rares zu, von denen tatsächlich auch einige hier sind. Wir haben jetzt hier oben noch ein paar Ultimate Rares. Auch hier haben wir nochmal eine schöne Ultimate Rares Maximum Crisis. Ja, mega cool. Eine sehr schöne Zauberkarte auch. Und das war's dann aber auch. Hier nochmal so ein paar Orkus-Sachen. Und jetzt kommen wir zu den Collectors Rares aus Japan. Ich persönlich muss sogar sagen, dass die Collectors Rare in der EU oder halt im TCG im Allgemeinen einfach wesentlich schöner vom Print ist, da die auch bei etwas weicherem Licht schon schöne Farben entwickelt. Aber bei der japanischen siehst du halt original nichts. Ausnahme ist diese hier, denn das, was ihr jetzt seht, ist die erste Generation der Collectors Rare. So sah die Collectors Rare im Collectors Rare Pack 1 aus. Und diese Form des Collectors Rare gibt es nur in diesem Set. Denn nach diesem Print wurde die Collectors Rare sofort in diese Variante umentwickelt sozusagen. Das heißt, es gibt glaube ich nur 2 oder 5 Karten, irgendwie, also 2 auf jeden Fall. Aber ich glaube ein paar mehr, 5 insgesamt, 5 Karten in diesem Look hier. Sieht auch echt cool aus als Collectors Rare. Alle anderen Collectors Rares sehen halt ja so aus, wie wir sie kennen. Nehmen wir halt mal das hier her. Na, also ihr seht's. Das ist eine Collectors Rare, aber es schillert halt nichts. Es ist halt irgendwie ziemlich matt und nichtssagend, weil das Licht hier halt zu weich ist. Also die schillern halt wirklich nur sehr schön, wenn auch ein entsprechendes Licht fällt. Also ich muss sagen, speziell diese 5 Karten in Collectors Rare sehen halt nicht so prickelnd aus. Also die geht eigentlich, aber die 4 hätten sie sich als Collectors Rare eigentlich sparen können. Rarität passt halt überhaupt nicht dazu, vor allen Dingen bei diesem Blumenkartien-Mist. Also Blumenkartien kann ich ja gar nicht ab, ne? Ja, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen, die erwähnenswert sind. Das auf jeden Fall. Ich glaube, Schweigsame Magier war das in Collectors Rare. Eine wunderschöne Karte. Auch in dieser Rarität. Wirklich, wirklich toll. Auch unter dem entsprechenden Licht. Übrigens sind die japanischen extrem anfällig für Beschädigungen. Ist mir aufgefallen. Die haben extrem leicht entwickelt, die Silver Ring. Da haben unsere doch schon einen Vorteil denen gegenüber. Also unsere sind nicht ganz so beschädigungsempfindlich. Der ist vielleicht auch noch cool. Ich glaube, das ist dieser Mega-Flottendrache. Ja. Der ist auch wunderschön in dieser Rarität. Also es sind schon ein paar Sachen dabei, die wirklich spitze aussehen. Hier Gamesiel, auch ein schöner Collector's Rare. Oder hier, boah, wie hieß denn die nochmal? Grenmaju, glaube ich. War auch als kam in eine Weile sehr viel wert, mittlerweile nicht mehr, weil es ja auch ein OTS Tournament Pack Print hat. Und ja, hier kommen wir dann zu den letzten Prints in Collectors Rare. Die habe ich damals mit dem Opening auch selber gezogen aus der Rarity Collection 3. Ich finde tatsächlich die hier sehr cool in Collectors Rare. Macht echt was her in der Rarität. Auch Opfer des linken Armes ist halt wirklich cool. Auch sehr schön. Und letztendlich dann halt auch hier, ich weiß bloß gerade nicht mehr, wie die Karte heißt. Ja, ich bin heute leider etwas vergesslich. So, und ihr seht auch, die hat hier schon wieder silberne Punkte. Das ist halt ein bisschen scheiße bei den japanischen Collectors Rares. Also die guckst du einmal schief an, schon haben sie Silberring. Da werde ich auch nochmal kräftig aussortieren müssen. So, meine Freunde, jetzt wird's interessant für alle Oldschool-Liebhaber und für die Leute, die gerne Dual-Terminal-Karten sehen, denn Dual-Terminal haben wir hier eine ganze Menge drin, tatsächlich. Tatsächlich habe ich gar nicht alle eingeordnet. Ich glaube, so einen kleinen Stapel habe ich vergessen, habe ich erst vorhin gesehen. Macht nichts, schwamm drüber. War eh alles doppelt und dreifach, also werden wir die Karten ja trotzdem drin sehen. Jetzt fangen wir aber erst mit dem Oldschool-Kram an. Das ist, glaube ich, gar nicht so viel, aber es sind besonders schöne Dinge. Und mit dem Besondersten des Ganzen würde ich gerne anfangen.
Und das ist dieser nette Boy hier. Ja, wir sehen schon, das ist eine ganz alte Karte, die kommt aus den Volume Packs. Das erkennen wir zum einen am Namen-Attributkasten, der genauso breit ist wie der Bildrahmen. Ich hole mal zum Vergleich den Raketenkrieger raus. Das hier sind ja die beiden ältesten Layouts. Das hier ist das älteste überhaupt. Da gab es auch noch keine Z-ID und kein Auge von Anubis. Und das hier ist das, das danach kam. Da ist dann hier dieser Kasten für Namen und Attribut ein bisschen breiter als das Bild. Könnt ihr, glaube ich, gut erkennen. Und wir hatten dann schon das Auge von Anubis und eine Z-ID. Leider die einzige Karte in gutem Zustand zumindest aus dieser Zeit. Ein bisschen bedauerlich, aber sehr cool, dass sie dabei ist. Sie ist wirklich in einem beinahe schon herausragenden Zustand, möchte ich behaupten. Sehr cool auf jeden Fall. Die lege ich auch gleich wieder zurück und möchte dann auch gleich die nächste rausholen, die ich halt mega cool finde. Die Karte kommt aus Spell of Mask. Da kommt auch der gute, die gute maskierte Bestie in Prismatic Secret und Ultimate Rare her. Also ihr seht, wir haben hier tatsächlich eine Menge Zeug aus unterschiedlichsten japanischen Sets. Ich denke aber, dass das gar nicht alles aus irgendwelchen Booster-Serien sind. Einige natürlich schon. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Die war aus Pharaonic Guardian, Hane Hane. Die kann ich auch mal rausholen. Genau, PG, das ist das japanische Pharaonic Guardian. Sehr cool. Ein Super Rare. War bei uns, glaube ich, eine ganz normale Kamen. Und ein ziemlich eigenartiges Artwork tatsächlich, aber ich mag einfach diesen minimalistischen Stil. Oder war PH Pharaonic Guardian? Ich glaube, PH war Pharaonic Guardian. Was PG ist, weiß ich dann gar nicht. Weil die kommt, die ist definitiv aus Pharaonic Guardian. Und die hat hier PH dran stehen. Aber das mit den japanischen Sets ist immer so ein Ding für sich, sage ich mal. Gut, die anderen Karten sind als Holo für uns eigentlich recht gewöhnlich. Haben wir auch alles selbst als Holos, hier die 6 Stück. Aber die 3 hier oben sind schon was ganz Besonderes, wie ich finde. Deswegen auch gleich oben angeordnet, finde ich wirklich extrem cool. Und die anderen glänzen halt natürlich so ein bisschen durch das alte Layout. Wenn wir jetzt eine Runde weitergehen, dann haben wir hier wieder ein paar ältere Karten in einem schönen alten Layout. Hier oben vielleicht den Kollegen, den gibt es, glaube ich, bei uns auch nicht als Holo. Das ist, glaube ich, bei uns auch ein Low Rare, also so Kamen, glaube ich, oder sowas. Der kommt übrigens aus der V-Jump. Ja, das ist einer der ersten japanischen Jump-Promos gewesen. Genau. Und da haben wir hier jede Menge. Also zwei Thunschädel, zwei ausgebildete keltische Wächter. Tatsächlich auch sehr cool ist hier der Drachenfluch in Super Rare. Auch aus PG. Was war denn PG? Ah, ich habe hier einige Karten aus PG. Sie ist auch aus PG. Das ist, keine Ahnung, vielleicht das japanische Blue Eyes gewesen. Ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall sehr gut erhalten, die Karten. Das freut mich halt unglaublich. Speziell das hier freut mich, weil das ist ja so ein bisschen anders bei uns. Hier haben wir was anderes drinstehen. Ja, und ihr seht, es sind halt einfach wunderschöne Sachen. Ja, also richtig, richtig schön. Und hier der Sengen-Jin ist zum Beispiel aus dem Gameboy-Spiel. Das war halt eine Gameboy-Promo. Ja, verräterische Schwerter in Ultra Rare, auch aus einem PG. Der Überläufer, das weiß ich gerade gar nicht, das kann ich jetzt hier so gar nicht lesen. Der Überläufer ist aus RB, was auch immer das wieder ist. Ich habe leider nicht alle alten japanischen Sets im Kopf. Ein paar kenne ich, Spell of Mask kenne ich zum Beispiel so. Sanctuary in the Sky kenne ich. Aber da hört es dann auch schon wieder auf bei mir. Hat er da eine Beschädigung oder ist das Dreck? Ah, das war Dreck, okay. Ich dachte schon, dass ich die auch noch aussortieren muss. So, das ist jetzt zum Beispiel so eine Karte, die ist jetzt nicht so besonders. Ist zwar schön, aber die gibt es wie Sand am Meer. Die Hülle ist dreckig, die muss ich austauschen. Das ist G4, also das ist eine Gameboy-Promo. Nichts Besonderes, die gibt es tatsächlich heute auch noch in guten Zuständen wie Sand am Meer. Ist aber trotzdem nice to have und natürlich mega cool. Ne? Und auch das hier gefällt mir sehr gut. Das Ritual für aufgegeben. Einfach mega. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist einfach mega cool. So, dann gibt es hier so ein paar random-mäßigere Sachen, sage ich mal. Nämlich einmal die hier, die ja zensiert sind bei uns. Hier haben wir jetzt das unzensierte Artwork mit dem Pentagramm in der Mitte. Das fehlt ja bei uns. Eigentlich ist das der Baphomet, also die Spitze zeigt nach unten. Dann natürlich hier magische Box und der magische Zylinder. Das sind so Random-Karten, so Gameboy-Promos, die halt
erstens alle aus demselben Set kommen, also sind alle aus P4 und die findest du wie Sand am Meer. Also die sind tatsächlich absolut nichts Besonderes, die gibt's überall und hast du nicht gesehen und nichts Wertvolles. Was vielleicht noch ganz erwähnenswert ist, zum einen, ich glaube, war es die hier. Nein, das war sie nicht. Ich dachte, die sei ultra parallel, aber die hier auf jeden Fall. Denn auch hier haben wir das unzensierte Artwork des Ganzen. Die war tatsächlich als Playset, glaube ich, mit drin, aber zwei davon waren leider beschädigt. So sieht tatsächlich das Original aus. Ja, unsere Variante sieht ja ein bisschen anders aus. Da fehlt hier das Hexagramm in der Mitte bei uns. Ja, wir dürfen ja keine religiösen Symbole haben und so weiter. Ich weiß es nicht, welches von beiden Artworks ich schöner finden soll. Ich finde, beide haben irgendwie was. Mir gefällt hier halt das alte Layout ganz gut, mit diesem etwas in die Länge gezogenen Kasten natürlich. Sehr schön. ME, was war denn ME nochmal? Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, also das sind auf jeden Fall diese ganzen alten japanischen Booster-Sets, die dann im späteren Verlauf der Geschichte quasi kombiniert wurden und dann unter anderem Namen bei uns im TCG auf den Markt kamen. Also viele unserer heutigen TCG-Sets sind quasi ein Zusammenwürfnis aus diesen alten japanischen Hauptsets tatsächlich. Vielleicht mache ich auch mal so ein altes japanisches Hauptset auf, G3, das ist auch eine Gameboy-Promo, die sieht man aber jetzt nicht so oft. Bleibst du drin? So, haben wir noch was? Ah ja, hier haben wir vielleicht noch einen, den Meteordrachen. Aber das war's dann auch. Jetzt geht's weiter mit den Dual Terminals. Da gibt's auch sehr viele von in deutscher Sprache oder in englischer Sprache. In deutscher gibt's den ja nicht, aber in Englisch halt. Die zum Beispiel mit dreckiger Hülle. Die hier gibt's zum Beispiel auch auf Englisch. Ja, habe ich auch mehrere Playsets von. Aber auch auf Japanisch eine coole Karte, definitiv. Und jetzt kommen halt so diese ganzen Dual-Terminal-Liebhaber auf ihre Kosten, denn da ist wirklich jede Menge dabei. Die besonderen hebe ich mal vielleicht ein bisschen hervor. Ich finde zum Beispiel die Kuribos finde ich cool. Sogar dieses, diesen Naturia-Schmetterling finde ich nice. Hier in Rare mit so einer Pünktchenfolie. Ja, also es sind unglaublich viele, unglaublich schöne Karten auch mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob es alle auch auf Englisch gibt, aber ich denke die meisten schon. Hier könnte man vielleicht noch die Nebelraupe hervorheben. Das war ja mal eine sehr wertvolle Karte tatsächlich auch. Allerdings, was hatten die für eine Formulierung? Ach, die hat diese Pünktchen auch, die sieht man jetzt bloß gerade nicht wegen dem weichen Licht. Aber Nebelraupe ist uns ja allen ein Begriff, gab es auch aus der Legendary Collection 5Ds. Furchtbarer Printrun, by the way, von der Qualität her. Dann hier diese ganzen Übelschar und hast du nicht gesehen. Hier nochmal eine Nebelraupe, das auch ganz cool. In Ultra Rare mit Pünktchen, die man hier wieder nicht sehen kann. Vielleicht, wenn man es aus der Folie rausholt, I don't know. Sieht man schlecht. Und zwar der schwarze Rosendrache hier zweimal. Ich glaube, ich weiß nicht, gibt es den überhaupt auf Englisch? Bin ich mir gerade nicht sicher. I'm not sure, aber ich sehe, dass die hier beschädigt ist. Ach, die hat hier ein Eselsohr. Schade. Naja, legen wir sie mal zur Seite. Man muss sich aber jetzt gleich mal die zweite kontrollieren, ob wenigstens die gut ist. Ja, die zweite ist in Ordnung. Die zweite ist in Ordnung. Jetzt habe ich schon Angst bekommen. So. Ja, dann halt Ouroboros und wie die alle heißen. Also das sind so diese ganzen hier Übelschar-Dinger. Ne? Das sind auch alles holographische Karten mit Shatterfoil-Effekt und hast du nicht gesehen. Also das sind natürlich auch sehr coole Karten hier. Sagenhaft, Genex und hast du nicht gesehen. Also es ist wirklich eine Menge mit dabei. Ich gehe hier mal ein bisschen flotter drüber. Hier ist jetzt, denke ich mal, nichts, was ich hervorheben möchte. Man kann, glaube ich, aber auch ganz gut erkennen, was hier so alles zu sehen ist. Vielleicht hier der Schicksalsheld Malicious. Gibt es auch auf Englisch, tatsächlich recht hochpreisig gewesen vor einer Weile. Auch die japanische geht ein paar Euro, aber ist natürlich nicht ganz so teuer wie unsere Variante. Nimble Momonga ist vielleicht noch erwähnenswert, auch eine ganz coole Karte. Und hier gibt es ach so viel. Na, zum Beispiel der, dieser Boy hier. Upsi. So, das ist ja, der gehört ja zu den Eisbarrieren. Der ist nie in Hidden Arsenal rausgekommen, sondern das war eine Super Rare Star Strike. Ich kann kein Deutsch mehr. Aus Star Strike Blast. Und da ihr seht, diese ganzen Karten aus dem Dual Terminal haben halt einfach eine Menge Gemeinsamkeiten mit den Hidden Arsenal Karten, denn es sind in der Regel genau dieselben. Denn Hidden Arsenal ist ja quasi dieses auf den Markt bringen, dieses reguläre auf den Markt bringen der Dual Terminal Karten.
Die Karten wären tatsächlich ein bisschen besonderer gewesen, wenn sie Dual-Terminal-exklusiv geblieben wären. Sind sie aber nicht. Natürlich zum Wohle aller, die sich sowas nicht leisten könnten, weil würde es diese Karten jetzt nicht als Dual-Terminal-Karten geben, dann wären sie zumindest teurer. So, sagen wir es mal so. Sie wären wahrscheinlich noch im Großteil bezahlbar, aber sie würden alle vermutlich 1-2 Euro auf jeden Fall gehen. Manche sind ja auch absolute Sendartikel davon. Was gibt es hier? Ah, der ist vielleicht noch ganz cool. Xsaber Airbellum heißt er? Nee, nicht, das war nicht Airbellum. Nee. Auf jeden Fall auch ein Xsaber, aber den genauen Typus weiß ich jetzt gerade nicht. Den gab es, glaube ich, in Hidden Arsenal 1 als Promo, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war der ganz normal regulär daraus zu ziehen als Secret? Auf jeden Fall sehr cool, der gefällt mir optisch auf jeden Fall extrem gut. Genau, hier mal dann Edelsteinritter. Da gibt es vielleicht erwähnenswert diesen Dude hier. Der war ja auch eine Weile, oder sie, wie auch immer, war ja auch eine Weile bei uns in Super Rare zum Beispiel ziemlich teuer. Dann gab es ja den Secret Rare Reprint, auch der war eine Weile hochpreisig. Mittlerweile geht die halt nichts mehr, weil sie gerade nicht mehr spielbar ist. Oder der hier. So, das Bossmonster von denen, wenn man so möchte, mit fast 3000 ATK. Ein Ultra Rare mit Shatterfall drüber, auch sehr cool. Gibt es aber, glaube ich, auch so, auch auf Englisch. Glaube ich, weiß ich nicht, glaube ich. Aber glauben heißt ja nicht wissen. Dann hier oben natürlich diese ganzen Standard-Edelsteinviecher. Das ist, glaube ich, Wurm Zero. Ich weiß gar nicht, ist das noch eine Holo? Ja, genau, die ist Super Rare mit Pünktchen drüber. Ja, was man jetzt von Würmern halten möchte, sei mal dahingestellt. Ich finde die halt speziell cool, wegen dieser Totenkopfoptik in diesem Schleimballen da oben drin. Sieht halt echt cool aus, ne? Schönes Fusionsmonster. Aber im Allgemeinen mag ich die Wurmviecher nicht. Es gibt ein paar, die ich mag. Die Königin mag ich, glaube ich, ganz gern und ihn, aber... Das war es dann im Prinzip auch. Hier auf der letzten Seite haben wir zum Beispiel noch sowas wie hier den Go-Go-Go-Wächter. Irgendwie so. Oder auch hier Drag Unity wieder. Ja, ich habe es heute irgendwie überhaupt nicht mit den Namen. Ich weiß nicht. Das ist aber, da müsst ihr euch dran gewöhnen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Sobald irgendwas Japanisches am Start ist, passiert es mir immer häufig, dass ich die Namen vergesse, weil es ist mir ein Rätsel, wie das die ganzen Spieler machen. Die beschäftigen sich vielleicht noch ein bisschen mehr damit. Aber ich kann mir diese ganzen Namen von diesen 10.000 Karten nicht alle merken. Das ist für mich einfach ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Warum klingelt mein Wecker? Kommen wir zum letzten Ordner des heutigen Tages. So, aber es ist dann noch nicht zu Ende, keine Sorge. Auch Dual Terminal. Ich weiß aber nicht, ob ganz voll. Ich fühle mal, nee, der Ordner ist nicht ganz voll. Also hier kommen noch die letzten Dual Terminals. Da finde ich zum Beispiel hier die Monster-Reinkarnation ganz cool. Oder auch hier diese Neo-Support-Karte. Die ist ja bei uns quasi als Secret Rare rausgekommen. In Hidden Arsenal 1, glaube ich, tatsächlich. Oben haben wir noch ein paar Begrenzerentferner, die gibt es auch auf Englisch. Da habe ich mal, glaube ich, 10 oder 9 Stück von Rising Time bekommen. Dann oben Elemental Dark Bright, auch cool. Die ganzen Naturias finde ich mega nice. Das sind jetzt aber halt eher so diese Low-Bob-Sachen, so Rare und Cummins halt mit Glitzerfolie drüber. Die sehen halt nicht mehr so wirklich special aus. Hier und da mal noch eine Holo zwischen. Die finde ich ganz cool. Ja, die maskierten Drachen, aber die ist halt auch Cummin mit Pünktchenfolie. Dann haben wir da oben noch einen Genex, der ist halt Holo, der ist super rare noch. Hier wird es jetzt dann langsam so ein bisschen einfacher. Und ja, jetzt kommen wir zu Rush-Duel-Karten. Mein Puls geht schon wieder hoch, ne? Kann man nur so grausame Karten designen. Rush-Duel. Was mir an den Karten gar nicht gefällt, ist das Layout und die Print-Quali. Die Artworks hingegen sind teilweise richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Ich habe allein auf der Seite zwei Beispiele an Karten, die mir einfach extrem gut gefallen. Das ist zum einen mal die hier oben. Ein Ultra-Rare. Dieser Drache ist einfach ultra fett vom Design her. Aber die Print-Quali... Die Print-Quali ist einfach... Also die Karte, wenn du sie in der Hand hältst, sie wirkt... komplett speckig. Also sie hat nicht irgendwie einen schönen Glanz oder so, sondern sie wirkt einfach nur speckig. So richtig billig von der Produktion her. Also sie gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, und das sage ich jetzt nicht aus Prinzip, sondern das sage ich tatsächlich. Ich habe mich schon versucht, objektiv damit auseinanderzusetzen, aber
Abgesehen von den Artworks kann ich diesen Karten tatsächlich nichts abgewinnen. Und jetzt geht drüben mein Discord los. Ich hoffe, das war der einzige Piepser. Nee, also gar nicht meins tatsächlich, überhaupt nicht. Und das zweite coole Artwork ist der hier unten. Die Karte finde ich halt auch mega nice. Bei Rush Duel ist es tatsächlich so, dass auch abgesehen davon, dass es natürlich auch exklusive Artworks gibt, die halt nur für Rush Duel da sind, dass halt abgesehen davon auch einige unserer Artworks, die wir aus unserem normalen Yu-Gi-Oh! Kennen, tatsächlich so ein bisschen abgewandelt werden oder halt überarbeitet werden und dann auch Einzug in das Rush Duel Game, was ja eigentlich ein eigenständiges Spiel ist, halten. Da haben wir jetzt hier, glaube ich, keine drauf, aber da gibt es so einige. Vielleicht begegnet uns da noch was. Hier zum Beispiel. Das hier ist ein edler Ritter. Ich weiß bloß den genauen Namen nicht mehr. Das war bei uns eine Super Rare. Ich weiß es nicht mehr. Es war aber da, wo dieser ganze edle Ritter-Support rausgekommen ist, das Super Rare, da war der mit dabei. Komplett anderes Artwork, aber ist tatsächlich derselbe Krieger. Das Artwork finde ich halt auch ultra krass. Ultra nice. So, also sowas, das könnten sie auch wieder im normalen Yu-Gi-Oh! Mal bringen. Sehr schön. Ah, ich kann diesem Layout einfach nichts abgewinnen. Es tut mir leid. Das ist für mich irgendwas, das mich nicht interessiert. So, die Karte kennen wir auch. Ja, die wurde auch abgewandelt. Nur, dass es bei uns ein Kerl ist. Also im TCG. Im OCG ist es eine dicke Frau, der die Titten fast rausfallen. Und hier ist es eine etwas jüngere Version der Karte sozusagen. Die ist auch ganz cool vom Artwork her. Die finde ich wirklich schön. Mega nice. Ah, die ist wirklich cool. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingskarten, die ich hier mitbekommen habe von dem. Na, also, aber das ist... Na, Herrgott. Wie gesagt, das ist nicht meine Welt. Dieses Rush Duel ist es einfach nicht. Es ist vielleicht so ein bisschen back to the roots, was das Gaming angeht. So, keine Ahnung. Keine Regeln und so. Aber optisch einfach nicht schön. Ja, und damals so hier Super Rare mit Shatterfoil drüber. Das Monster an sich kennen wir aus den Trailern. Als Yu-Gi-Oh! Sevens angekündigt wurde, war das mit eins der ersten Monster, die wir in dem Spiel gesehen, in dem Spiel sage ich schon, in der Serie gesehen haben. Ja. Ja, genau, dann haben wir noch den hier. Das war auch einer der ersten Karten, die da angekündigt worden sind. Und ja, ich denke mal, länger will ich mich mit diesen Rush Duel Karten noch gar nicht aufhalten. Wir wechseln mal kurz wieder die Location und dann kommen wir zu etwas anderem noch, was tatsächlich auch noch richtig, richtig saftig und schön ist. Ja, meine Freunde, jetzt wären wir auch schon fast wieder am Ende des heutigen Videos, aber die Betonung liegt auf fast am Ende des Videos, denn ein oder zwei klitzekleine Kleinigkeiten habe ich noch für euch, um nicht gar zu sagen schöne Kleinigkeiten, um nicht gar zu sagen grandiose Kleinigkeiten. Und zwar hätten wir da zum einen diese schnieken Dinger hier. Das hier sind die Extra Secret Rare Replica Reprints der Match Winner Preiskarten. Ja, es gibt ein spezielles Set in Japan, das nennt sich Extra Pack. So, die gab es, glaube ich, von 2012 bis 2019. 2020 hatten wir ja keine Weltmeisterschaft, deswegen gab es natürlich auch kein Extra Pack, ist ja klar. Jedenfalls kam das erste 2012 raus. Damals hatten die noch so schöne Namen wie Knights of Order und so. Ab 2015 hatten die einfach nur Extra Pack 2015 als Namen, 2016, 2017, 2018, 2019. So, ist ja nicht gerade ausschlaggebend. Jedenfalls, in diesem Set wurden zum Beispiel viele der TCG Prints, also die TCG Exclusive Prints ins OCG eingeführt, und das eigentlich Ausschlaggebende sind die Reprints der Match Winner Preiskarten, und zwar in Extra Secret Rare. Da schauen wir uns auch gleich die erste Karte an. Das hier ist aus dem Extra Pack 2014, hatte noch den schönen Namen Knights of Order, und das ist Grandopolis, The Eternal Golden City. Extra Secret Rare erinnert so ein bisschen, wie ihr seht, an dieses Platinum Secret Rare. Ihr seht aber auch, dass es kein Prismatic ist, es ist tatsächlich ein normales Secret Rare, was für Japan tatsächlich recht ungewöhnlich ist, da die eher diesen Prismatic Style haben. Diese Rarität ist übrigens ausschließlich für die Replica Reprints der Preiskarten reserviert. Mittlerweile sind, glaube ich, auch die regulären Preiskarten in dieser Rarität gedruckt. Aber früher war das nicht so, da waren die noch in Ultra Rare, die Originalen, und die Reprints haben alle diese Rarität hier bekommen. Also diese Rarität ist nicht speziell für irgendein Set oder so, sondern tatsächlich für eine Art von Karte gedacht, und zwar immer für diese Match Winner oder für diese
Preiskarten Reprints, also die Replikas, steht ja auch hier, Replika. Das heißt übrigens nicht, dass es eine Orica ist, sondern halt, das ist der erste reguläre Reprint dieser Karte außerhalb ihrer Preiskarte darstellt. Ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal Grandopolis, die Eternal Golden City, das ist die Nummer 53 dieses Sets, Karte Nummer 53, ein extrem cool designtes Artwork. Ich meine, schaut euch mal dieses Artwork an. Ich weiß, der Toploader spiegelt gerade ein bisschen. Es ist einfach wunderschön, Leute. Es sieht unglaublich aus und auch in dieser Rarität einfach absolut klasse. Die Karte gibt es auch nochmal in so einem extrem silbernen Prismatic Secret. Da habe ich sie auch. Das ist aber wieder was komplett anderes gewesen. Ich glaube, das war das koreanische Extra Pack. Sehr cool auf jeden Fall. Das ist schon mal die erste des Sets. Die zweite, ich lege das mal hier zur Seite, damit wir hier ein schönes Bild machen können. Die zweite Karte dieses Sets ist Elementarheld. Pit Boss, ja, eine Karte, die überhaupt nicht nach einem Elementarhelden aussieht, aber trotzdem ein schniekes Artwork hat. Gefällt mir auch extrem gut. Die Karten sind übrigens nicht billig. Die sind tatsächlich auch recht selten. Die waren nämlich in einem Display nicht garantiert. Die hatten, glaube ich, auch eine recht short-printed Ratio. Aber ich glaube, da waren beide waren in einem Case oder so drin. Irgendwie so war das. Also die gehen auch so zwischen 20 und 60 Euro das Stück, also das, was hier liegt, ist auch im dreistelligen Bereich definitiv, also 300 Euro kann man schon rechnen für die Karten, die hier liegen. Sehr cool auf jeden Fall, schaut euch das mal an, das ist einfach ultra fett, ne? Und dieses extra Secret Rare, das sieht natürlich speziell unter dem richtigen Licht wirklich funky aus, ne? Aber auch gleichzeitig nicht so billig wie unser Platinum Secret. Man könnte jetzt mal, sieht ja aus wie Platinum Secret, aber nein, tut es tatsächlich nicht. Das ist ein bisschen dezenter. Ja, das waren jetzt die beiden Extra Secrets aus Extra Pack Knights of Order. Jetzt kommen wir zum Extra Pack 2015. Das hat leider keinen epischen Titel mehr. Das hat einfach nur noch eine Nummer. Da haben wir hier zum Beispiel die Karte Twin Kings Founder of an Empire. Da gibt es ja auch diese Super Rare Replika Preiskarte. Selbst diese Super Rare ist extrem geshortprinted gewesen, denn die gab es, glaube ich, nur zwischen 75 und 120 Mal, glaube ich. Richtig krass. Normalerweise gibt es ja diese Super Rares wesentlich häufiger. Von den Ultra Rares brauchen wir gar nicht anfangen. Ich rede jetzt hier nur von den Super Rares, weil es halt doch schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich glaube, in Super Rare geht die auch so 1500 in etwa. Schon heftig. Haben wir auch ein paar da, die habe ich, glaube ich, sogar mal gezeigt. Ist übrigens so, ich habe ja mittlerweile gesagt, dass alle Preiskarten nicht mehr veröffentlicht werden auf meinem Kanal. Ich habe natürlich noch alte Videos auf meinem Kanal, wo man sie sieht. Guckt sie euch nochmal an, die werden nämlich demnächst vom Kanal genommen, damit man die halt auch wirklich nicht mehr zu sehen bekommt. So, sehr cool auf jeden Fall. Ja, eine wunderschöne Karte. Ein wunderschönes Artwork. Schaut mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Da findet ihr einen Beauty-Shot zu dieser Karte. Nicht zu dieser Rarität, sondern tatsächlich zur Preiskarte. Muss ich auch noch unternehmen. Ja, ich muss ein bisschen aufräumen. Ich habe da doch ein bisschen geschludert gehabt. Sehr cool auf jeden Fall. Founders of an Empire. Mega cool. Dann haben wir die hier. Ne? Einige von euch werden die bestimmt auch kennen. Die kommt auch aus dem Extra Pack 15. Das ist Leonardo's Silver Skyship. Die hatte ich früher schon mal in der Sammlung dabei, wusste überhaupt nichts damit anzufangen, keine Ahnung, was das war oder so, da war ich noch ein bisschen arg ahnungslos, sagen wir es mal so. Ist auch eine sehr schöne Karte, tatsächlich cooles Artwork. Ich finde aber, muss ich sagen, dass diese Vanillafarbe bei diesen Karten aus dem Extra Pack, ich weiß nicht, ob das einfach am Druck liegt oder an dem Secret Effekt, aber die wirken sehr blass, tatsächlich extrem blass, also ungewöhnlich. Trotzdem sehr cool auf jeden Fall, sieht sehr schön aus. Dann kommen wir zu dem Extra Pack 2016 und somit zu Namen, die kein Mensch aussprechen kann. Die Karten dürften euch auch noch wohl bekannt sein. Das ist Kutsunoha the Onmogin oder wie der heißt. Das ist ganz, ganz komisch. Also es gibt hier einige, die kann man wirklich kaum aussprechen. Ah, einfach wunderschön. Guckt euch das mal an. Das in diesem Extra Secret. Unter dem Licht sieht man es eigentlich noch nicht so wirklich gut, aber wenn man es tatsächlich unter das richtige Licht hält, sieht es einfach wunderschön aus. Und die zweite Karte aus dem Set war tatsächlich die hier, die gefällt mir auch nochmal eine Runde besser von der Optik her, hat aber, glaube ich, noch einen etwas schwierigeren Namen. Die heißt nämlich Sakyo Swordmaster of the Far East. Nein, die hat einen einfacheren Namen, das war die mit dem schweren. Okay, okay, Sakyo Swordmaster of the Far East. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Hier kommt auch der Effekt ein bisschen besser zur Geltung, trotz schwachem Licht, beziehungsweise Softbox-Licht. Ach, hier sieht man schön die Softbox. Yay! Und hier sieht man die andere Softbox. Ja, mega cool auf jeden Fall. Und das sind alles Karten, die gehen tatsächlich einiges an Geld. Es gibt ja immer wieder so Leute, die sagen, ja, OCG-Karten sind doch nichts wert, wie langweilig und so. Also mit dem Vorurteil kann ich tatsächlich aufräumen. Es gibt OCG-Karten, da dürft ihr richtig was blechen. Ja, tatsächlich auch moderne OCG-Karten, die nicht von schlechten Eltern sind, was ihren Preis angeht.
Dann machen wir weiter mit dem Extra Pack 2017 und da haben wir Juno, the Celestial Goddess. Sehr cool. Ist tatsächlich eine Göttin offenbar. Ich habe das immer für einen Kerl gehalten, um ehrlich zu sein, der hier über der Erde schwebt. Aber nein, das ist eine Dame offensichtlich. Auch sehr schön. Ja, wir haben dann so ein bisschen die Pendelmonster als Preiskarten Einzug gehalten, wie man sieht. Mir scheint, das wären immer so die neueste Kartenart so als Preiskarte prädestiniert sozusagen. Ne? Deswegen sind ja jetzt auch immer die Link-Monster Preiskarten. Und dann haben wir hier noch Shelgar the Tri-Warlord heißt der. Hier finde ich jetzt vom Artwork her tatsächlich nicht so krass. Also er sieht schon cool aus, so ist es nicht, aber ich finde, da ist Celestial schöner. Ah, was glaube ich? Juno heißt die Karte. Jetzt aber. Sehr cool auf jeden Fall. Aber nimmt man natürlich auch gerne mit. Und das Komplettset, es ist ja einfach schön, mal so das komplette oder zumindest das fast komplette Set da zu haben. Ich meine, die anderen Karten habe ich natürlich schon da, klar. Aber die waren halt jetzt auch nicht in der Sammlung dabei. Jetzt kommen wir dem aktuellsten wieder näher. Jetzt haben wir nämlich das Extra Pack 2018. Den kennen wir auch alle. Sanctity of Dragon. Ich glaube, die Originalpreiskarte ist auch schon in dieser Rarität geprintet, tatsächlich. Also die haben jetzt quasi die gleiche Rarität. Eben extra Secret Rare. Wahnsinnig cool, die Karte. Unglaublich schönes Artwork. Wunderschöner Drache. Der ist halt... das ist designtechnisch wieder eine absolute Glanzleistung gewesen. Einfach unglaublich schön. Der geht, glaube ich, auch 40 oder 50 Euro. Also nicht die Preiskarte, sondern halt tatsächlich hier der Reprint. Und das führt uns zu meiner bisher absoluten Lieblingspreiskarte. Und das ist diese hier. Iron Knight of Revolution. Ja, mega cool. Schaut euch dieses Artwork an. Ich finde es sowas von cool. Ich finde es einfach nur sowas von cool. Ich feiere es einfach übertrieben ab, dieses Artwork. Wunderschön. Einfach wunderschön, Leute. Das ist nicht mehr normal. Wow. Ich feiere dieses Artwork einfach unglaublich. Die geht auch, glaube ich, 40, 50, 60 Euro irgendwie sowas um den Dreh. Ist auch recht selten mittlerweile. Ich habe einmal hier ein Extra-Pack auf dem Kanal aufgemacht. Ich habe leider keine Extra-Secret gezogen im Opening. Aber dafür andere schöne Sachen, was soll's. Und das bringt uns zum letzten bisher erschienenen Extra-Pack 2019. Da haben wir hier einmal Noritsoshi, The Darkest Raiment. So heißt die Karte. Auch ein wunderschönes Artwork und gefällt auch der Background so. Also das Artwork ist mega cool. Ist wirklich ultra krass. Es tut wirklich leid, dass das hier so spiegelt wegen den Toploadern, aber die Karten müssen natürlich safe bleiben, ist ja logisch. Alter Schwede. Wenn das mal nicht schön ist, oder? Einfach nur fett. Mehr kann man dazu nicht sagen. Mega cool. Und dann haben wir die letzte Karte. Und das ist Amatsu Okami of the Divine Peaks. Auch mega cool. Ich glaube, das Original habe ich gar nicht, also die Originalpreiskarte, also den in Extra Secret Rare, aber ich habe, glaube ich, den Reprint der Karte in Ultra Rare tatsächlich. Früher waren die Replica Reprints ja in Super gedruckt, jetzt sind sie Ultra Rare und auch da geht sie 1000 bis 1500. Auf Market findest du die gar nicht. Musst du dich tatsächlich auf eBay hier richten oder nach eBay richten. Sehr cool. Ist auch ein sehr schönes Artwork. Ist auch so ein asiatischer Drache. Normal bin ich nicht so der Fan von so asiatischen Drachendesigns, aber so wie zum Beispiel diese Yang Sing oder wie sie heißt, oder Ying Sang, die mag ich zum Beispiel eher weniger vom Design her, außer ein paar Ausnahmen. Aber der gefällt mir halt auch tatsächlich mega, mega gut. So, und jetzt habe ich noch ein paar Kärtchen hier aus der WeJump Edition. Und zwar der 18. WeJump Edition, die dort neu eingeführt wurde. Und zwar mit einer kleinen Besonderheit. Die Karten, die aus diesem Booster zu ziehen waren, also das ist halt ein WeJump Booster gewesen, also ist nicht irgendwie eine Promokarte oder so. Da konnte man Karten draus ziehen, die eine rote Schrift hatten. Also das waren Ultra Rares mit roter Schrift, die sogenannten Colorful Ultra Rares, so wie wir sie auch kennen. Allerdings haben die in Japan ausschließlich eine rote Schrift. Da ist jetzt allerdings also nichts großartig Besonderes dabei, deswegen gehe ich die mal ganz einfach so ein bisschen durch. Es geht mir hier mehr um die Rarität, die hier das Besondere darstellt. Die kenne ich natürlich schon. Ich hatte schon einige Karten aus diesem Set. Dick Wortzack hatte ich auch schon tatsächlich aus dem Set.
Eine meiner Lieblingskarten tatsächlich, da die rote Schrift so gut zur Geltung kommt. Also ihr seht, das sind jetzt keine Karten, wo irgendwie die Welt wert werden, aber die Rarität ist halt was Besonderes. Und dementsprechend dachte ich mir, ich zeige euch das mal. Nehmt die auch mal mit, dass die hier mit dabei waren. Die sind aber alle, das sind so 1-2 Euro Karten, also keine Cent-Artikel, aber halt trotzdem recht preiswert, sage ich mal. Ja, das war es im Prinzip auch schon wieder zu den Karten. Und jetzt habe ich noch was für euch. Und zwar waren hier zum einen ein paar ganz besondere Commons dabei. Und zwar aus dem Volume Pack. Volume Pack und Booster Series, wie die hießen, waren die ersten beiden Serien, die rausgekommen sind in Japan. Da hatten die Karten weder eine Karten-ID noch das Auge von Anubis und der Namen- bzw. Attributkasten war genauso breit wie das Bild. Später ist er ja ein bisschen breiter geworden und dann kam auch das Auge von Anubis etc. dazu. Da sind noch ein paar Karten dabei, die wir hier nicht haben in Deutschland, zum Beispiel diese Schlange hier oder der hier, der ist auch noch nicht in Deutschland verfügbar. Der ist mittlerweile bei Speedduel verfügbar, aber noch nicht im normalen Yu-Gi-Oh! Die gibt es glaube ich auch nicht, die auch nicht. Und der Rest sind halt so Karten, die man halt kennt so, aber auch alles aus diesen alten Sets. Und alles halt wirklich Nirmin. Es war natürlich auch einiges dabei, wo wirklich gedamaged war. Das konnte ich aber gut verkaufen, für gutes Geld tatsächlich. Hat man mir einiges für geboten. Gibt es also doch Sammler, die sich immer mal wieder für sowas interessieren. Und diese Commons sind auch tatsächlich den ein oder anderen Euro wert. Also die sind tatsächlich gar nicht so wertlos. Und dann waren Unmengen, also wirklich Unmengen an solchen Commons dabei. Auch in dem zweitältesten Layout. Allerdings halt mit Auge von Anubis und ZID und so weiter. Da zeige ich jetzt auch nicht alle, da gehe ich bloß mal durch. Die sind wirklich alle boosterfrisch gewesen. Also zumindest 90% davon. Und einfach krass. Aus diesen alten Booster-Sets, ja. Aus diesen uralten Booster-Sets aus Japan noch so gut erhaltene Commons zu kriegen. Die werden jetzt auch sofort bei mir in Hüllen getütet, sozusagen, nach diesem Opening und kommen dann erstmal in die Tinboxen zur Zwischenlagerung. Auch die werden natürlich am Ende in Magnethaltern landen, ist ja klar. Allerdings haben die keine so hohe Priorität, weil sie halt Commons sind. So, das war jetzt im Prinzip das, was ich euch am Ende noch zeigen wollte. Wir sind jetzt am Ende des Openings und es waren wirklich, wie bereits gesagt, unendlich viele davon dabei. Da haben wir noch einen Stapel und da drüben sind noch irgendwelche Stapel. Also es ist echt krass gewesen, wirklich. Ich bedanke mich bei dir, lieber Kevin, für diese coole Sammlung, für diesen extrem coolen Preis, würde ich mal sagen. Der hat mir das auch zugeschickt, bevor wir hier großartig den Preis ausgemacht hatten. Sehr coole Geschichte. Ich sehe hier zum Beispiel, die ist nicht Nirmin. Ja, die ist ziemlich damaged. Die tun wir mal gleich zur Seite. Genau, so, das soll es gewesen sein fürs heutige Opening. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Restabend. Genießt den Tag, bleibt gesund. Wir sehen uns zu einem weiteren Mega-Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.